Es ist halt hier diese große Erkenntnis, die große Selbsterkenntnis, wo man irgendwann einmal begreift, was man selbst ist. Und wenn ich immer tausendmal wiederhole, es wiederholt sich in dir, aber nur wenn du jetzt ein Geist bist, der sich jetzt ganz bewusst klar macht, was habe ich für eine Information vorliegen. Du musst das ganze Esoterische komplett hören. Ja. Was da ist, und ich sage das Einzige, worum es mir momentan geht, und das ist ein Selbstgespräch, das ist für viele überhaupt noch nicht erkannt, was ich meine. Ich erkläre das letztendlich mir. Es gibt nur einen allereinzigen Geist. Das nennt man Gott. Und Gott ist nichts. Punkt. Und dieses Nichts ist im selben Moment alles. Das ist Allah oder Ele. Ohne jetzt diese Wörter zu erklären. Und Tatvam Asi, das bist du. Das sind diese einseitigen Auslegungen, wenn ich immer sage, es ist natürlich jetzt hier wieder die zwei Seiten. Auf der einen Seite konfrontiert dich Holophil mit einem extremen Intellekt, mit intellektuellem Wissen, ob das jetzt Kabbala ist, ob das Physik ist, egal was es ist, um das geht es nicht. Ich betone das immer wieder, wenn du nicht hören kannst, wirst du fühlen. Du Geist wirst fühlen, kein anderer. Nur Geist kann etwas fühlen, empfinden und du erlebst nur deine Informationen. Das ist eine ganz, ganz klare Aussage, die dir sogar das materialistische Weltbild vorschreibt. Und jetzt wirst du feststellen, dass dieses zwanghafte Interpretieren, das einseitige Auslegen, auch in Bezug auf ein Udo, die wir uns jetzt ausdenken, uns, wir sind eigentlich immer zwei. Das erkläre ich so schön, einer vor dem Bücherregal und einer, der versumpft in einer Traumwelt. Und dann kommt dieses ganze intellektuelle Gequabbel, was der Udo glaubt, was er nicht glaubt. Ich sage, ich bin ein Gedanke von dir, es ist eine Kiste und da denkst du dir was rein. Punkt. Der ist vollkommen unwichtig. Wie oft soll ich das noch sagen? Es sind deine Gedanken und deine Interpretationen. Ein Gedanke, den du denkst, ein Mensch, den du dir ausdenkst, der kann sich nicht raussuchen, wie du ihn dir ausdenkst. Und du jetzt als ausgedachter träumender Geist kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Das sind ganz klare Aussagen und du wirst erkennen, die Masse der Figuren in deinem Traum wehren sich massiv, das zu akzeptieren. Und ich gehe jetzt einen Schritt weiter, dass ich sage, die kriegen sowieso nicht mit. Meine Botschaft richtet sich bloß an den Geist, der träumt. Und dieser eine Geist erlebt nur seine eigenen selbstgemachten Informationen. Gleichgültig, ob du das jetzt bewusst denkst oder ob was in dir auftaucht, dann kommt es genauso aus dir. Deine Reaktion kommt übrigens auch aus dir, wenn ich das sage. Da taucht ein Reizauslöser auf. Du wirst in dir eine Reaktion zeigen, die dein Programm in dir auftauchen lässt. Und dann ändert sich ständig deine Oberfläche und dann bist du wie ein Hamster in einem Laufrad. Und jetzt musst du nur der werden, der sich bewusst wird, dass ich jetzt das, alles, was ich gesprochen habe, habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber ich habe keinen Einfluss darauf. Du musst in diesen Frieden kommen, in die Ruhe kommen und es kann nur der eine, dieser eine, der mich jetzt hört. Und es ist nicht der, an den du denkst, wenn du jetzt an deinen Körper denkst. Dein eigener Körper ist genauso ein Gedanke wie alles andere auch. Und je Oh, Bild eingefroren. ist fest, das hatte ich heute schon mal das Problem, da kann man es, das soll es nicht, ist gut. Denkt schon wieder. Jetzt oder geht's? Eine schlechte Verbindung, also Ja. technisch. Bin ich wieder da? Ja, jetzt ist er wieder da. Das habe ich heute nämlich schon gehabt, der Baum mal. Das ist, wie gesagt, die Verbindung wird jetzt immer schlechter werden. Das ist, wobei meine Leitung gut ist, muss an Skype oder was sein, weil wenn ich meine Leitung müsste, die stoppt da. Aber unabhängig davon, das ist jetzt alles wieder Worte. Wir sind schon wieder beim Thema, das sind Worte, das reißt immer mehr ab, weil ich irgendwann einmal das genug sein lasse. Das ist der Punkt, wo der Udo in deiner Welt stirbt. Und dann stehst du wieder alleine da. Und dann kannst du aus dem Wissen was machen oder du kannst es sein lassen. Und das ist ein Intimakt, das spielt sich in dir ab. Und dieses ganze dumme Geschwätz von den Menschen wird dir irgendwann so auf den Keks gehen. Und das klingt jetzt wieder negativ. Du kannst lieber den negativ auslegen. Diese Neutralität, ich betone nochmal, es geht einzig und allein darum, mach dir bewusst, was du bist. Du bist ein unveränderlicher Geist, egal an was du denkst, es verändert nichts an dir. Genau.
Und dann kannst du beobachten, wie es in dir denkt. Das ist, dass du bist gezwungen, deinen eigenen Traum anzuschauen und du erlebst dich als personifizierte Figur. Und immer daran denken, der Körper ist auch nur in dem Moment da, wo du ihn denkst. Und da ist wieder in so einem schönen, vollkommen hängt wieder kurz. Hängt er schon wieder? Ich geht schon. Geht schon wieder. Das ist immer wieder die große Sache. Du musst schauen, wie du darauf reagierst. Reagierst du noch drauf? Und das ist das Musterbeispiel. Es ist ein Verständnis. Du machst aus Worte gewisse einseitige Vorstellung von gut und böse. Und das sind Worte so zerlegt in einer Einseitigkeit. Wenn zum Beispiel das Wort Respekt, der hat ja keinen Respekt. Ich zitiere ja mal frei. Respekulum ist ein ganz einfach, es ist eine Spiegelung. Es handelt sich um eine Spiegelung. Respekulum heißt, du stellst dir was vor und das kriegst du wieder zurück. Und jetzt ist natürlich mit dem Spiegel haben wir zwei Sachen. Es ist natürlich eine grobe Metapher, du musst sehr zuhören in der Physik, dass ich sage, der klassische Standardspiegel, den du jetzt hast, wenn du dich davor hinstellst, ich sage, dieser Ein-Seiten-Spiegel dreht ja rechts und links. Das ist das Problem zurzeit in deiner Welt, dass das Rechte zum Linken wird und das Linke bekämpft plötzlich das Rechte, das Umgedrehte. Das Rechte ist das Richtige und das Linke ist das Umgedrehte. Und ich betone immer wieder, die Seiten, was gut und böse ist, kannst du austauschen. Dass du in die Mitte kommst. Du brauchst diese vier Phasen. Aber jetzt pass auf, jetzt machen wir mal ein ganz einfaches Spiel. Die erste Möglichkeit, der klassische Spiegel. Ich sage immer, wenn du in den Spiegel reinlächelst, die eine Seite, dann lächelt der Spiegel zurück. Und wenn du heulst oder schreist, dann schreit der Spiegel zurück. Das bezieht sich aber, und jetzt musst du die Spiegelungsphysik im Hintergrund erkennen auf einen Kantenspiegel. Schau das Bild an. Ja. Erst wenn ich zwei Spiegel vor mir in einem 90-Grad-Winkel hinstelle und den mittig anschaue, habe ich ein Spiegelbild, das genau genommen nicht spiegelverkehrt ist, sondern richtig ist. Über die Spiegelsachen bin ich reichlich darauf eingegangen. Das wäre der Spiegel. Und jetzt gehen wir, dasselbe passiert mit deinen Emotionen. In dem Moment, wo du lächelst, lächelt dein Gegenüber. Und wenn du heulst, heult dein Gegenüber. Du hast es aber zurzeit noch mit einem normalen Spiegel zu tun. Das heißt, du spiegelst die Emotion. In dem Moment, wo du lächelst, schreit er. Und in dem Moment, wo du heulst, lächelt er. Genau. Und das macht das große Problem, dass diese Verdrehung ist, dass wenn zwei aufeinander losgehen, diese Einseitigkeiten, das ist das Respektieren, der Respekt. Ja. Ist was ganz was anderes, wie wenn ich jetzt einfach erkenne, auch ob ich erst vor was rede, von dem was ist oder ob ich kritisiere. Du merkst es nicht. Du musst wissen, ob was kritisiert wird oder ob was wertfrei beschrieben wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von Affen rede, das sind Säugetiere. Jeder Mensch, den du dir ausdenkst, denkst du an einen Säugetierkörper bei eigener Definition, an ein sterbliches Säugetier und ganz, ganz speziell noch von diesem Tier denkst du nur an einen Körper und sagst, das ist ein Mensch. Was anderes ist ein träumender Geist eigentlich wie ein Enosch. Ein Enosch ist ein sterbliches Säugetier. Ich sage das vollkommen wertfrei, ohne irgendeine Emotion. Aber was ist jetzt wieder ich? Ich, in Bezug auf den Udo Petscher, bin schlichtweg und einfach jetzt nur eine Information, ein Pixelmännchen oder ein Lautsprecher. Und was du von dem denkst, auch das erwähne ich. Es wird so sein, wie du dir das denkst. Und es sagt wesentlich mehr aus über deinen Charakter, diese einseitigen Äußerungen, wie über den, den du kritisierst. Das Thema haben wir schon in einem vorhergehenden Selbstgespräch. Eine von einer Figur in deinem Traum geäußerte Kritik ist eine Bewertung und solange du einseitig bewertest, in richtig oder verkehrt, gut oder böse, nicht und, sondern oder. Das stimmt, was der sagt oder das stimmt nicht, der ist gut oder der ist böse. Entsteht diese Kritik, diese Bewertung aufgrund mit dem Vergleich eines unvollkommenen Wertesystems. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und da wird jetzt Ego ist da extrem hinderlich, wenn ihr nicht wieder wie die Kinder. Schaut einfach, was jetzt da ist. Jetzt haben wir natürlich bei den Kindern auch wieder diese Neumalklug. Diese einfache Esoterik ist im Allgemeinen bekannt. Ich mache mal da unseren Kleinen. Das lassen wir mal ganz kurz laufen, weil ich das zufällig, das neueste Video, da habe ich ja in unseren Chat reingestellt. Manifestation ist keine Magie.
Jetzt halten wir zuerst einmal dieses Manifestation fest. Ich sage schlichtweg und einfach in dem Moment, wo ein Gedanke sich in dir manifestiert. Ich rede jetzt, streichen wir das Wort Gedanke und sagen eine Information. Gleichgültig, ob du das nur denkst oder ob du eine sinnlich wahrgenommene Information hast. Ich sage jedes Einzelbild, Bild, es ist ja immer nur ein Moment. Du musst von dem analogen Denken dich komplett lösen, weil das ist rein digitalisiert. Das ist also hier, diese Manifestation hast du einfach in dem Moment, wo sich in dir eine Information kristallisiert, verfestigt für einen kleinen Moment. Manifestation ist keine Magie. Das passiert ganz einfach. Das passiert in jedem träumenden Geist. Du hast doch keinen Einfluss mehr drauf. Dein ganzes Denken, ich habe so viele Beispiele, wo du, wenn du Geist bist, wirklich überprüfen kannst, dass du dir nicht raussuchst, was du denkst. Darum gibt es auch für Gedanken keine Schuldzuweisung. Ich sage immer wieder, ein Kugelschreiber schreibt ein Bild, ein Denker denkt, ein ganz klares Deutsch. Und ich sage, alles, was gedacht wird, was erschaffen wird, Affen, ist ein Dasein müssen, das für den, der sich das ausdenkt, genauso ist, wie er sich das ausdenkt. Und wenn ich jetzt sage, darüber diskutiere ich nicht mit Affen, heißt es, darüber diskutiere ich nicht mit diesen Gedanken, die ich jetzt denke, die nur existieren, wenn ich sie denke. Und dieses Ich kann nicht ein Gedanke sein, weil dieses Ich immer ist. Unveränderlich, das ist der träumende Geist. Es macht keinen Sinn, dass ein träumender Geist versucht, seinen Gedanken irgendwas zu erklären oder denen was vorzuwerfen. Es ist so, wie ich es denke, und ich werde demütig akzeptieren müssen in meiner momentanen geistigen Reifestufe, dass ich mir noch nicht raussuchen kann, was ich denke. Heute möchte ich mit dir darüber reden, was Manifestation wirklich ist und warum es absolut nichts mit Magie zu tun hat. Denn immer wieder erreichen mich Nachrichten, wo es so rüberkommt. Immer mehr wie der, das ist jetzt, da kommt dann Holofeeling, der Intellekt dazu. Das ist aber eine wertfreie Beschreibung, wie ein Programm funktioniert. Wenn ich diese Computermetapher nehme, die ich jetzt benutze, um mit dir einigermaßen kommunizieren zu können. Als würden Leute glauben, dass es sich dabei wirklich um eine Form von Magie handelt. Ich wurde zum Beispiel gefragt, ob ich helfen kann, dass jemand im Tipico-Wetten gewinnt. Also, dass ich einfach irgendwie was auch immer tun kann, damit anstatt Verluste plötzlich Gewinne stattfinden. Oder eine andere Person hat geschrieben, sie möchte... Das sind die Einseitigkeiten. Das heißt immer dieses, man will was erreichen, diese Beratungsgespräche. Der Kleine macht das total super. Der Kleine, den wir uns jetzt ausdenken, ist dasselbe in grün wie ein Udo, ein Pixelmännchen. Du musst schauen, wie du darauf reagierst. Es geht darum, einen Zustand zu gründen, des absoluten Einverstandensein mit allem, was in dir auftaucht. Ja. Absolut nichts verändern, aber sie möchte im Jackpot gewinnen. Es ist nicht so, dass es sich hier um magische Zaubersprüche handelt oder um irgendwelche Worte, die irgendwie plötzlich etwas anziehen in dem Sinne, sondern ist Manifestation nichts anderes als einfach nur deine Innenwelt spiegelt sich im Außen. Dein Außen ist einfach nur ein Spiegelbild von deiner Innenwelt. Das ist jetzt genau dieses Prinzip, die Sprache, die hier mitläuft. Innen, WL. Was ist WL? Wir wissen, es ist ein polarer Rand, den du von Augenblick zu Augenblick opfen musst. Und in diesem polaren Rand, schau bitte mal ein kleines Bild dazu auf, das ist der Mittelpunkt, in dem sich das alles abspielt. Das und das ist eine ausgedachte Illusion. Und da du jetzt in einer Einseitigkeit lebst, wenn du dir eine Welle ausdenkst, das ist eben nicht der Fall. Zurzeit ist das die Nulllinie und du hast entweder hell oder dunkel oben. Du hast gut oder böse oben oder gesund oder krank oben. Wenn das eine nicht da ist, ist das andere übrigens auch nicht da. Das spielt sich in der Engelwelt, das spiegelt sich. Das ist der Respekt gegenüber jedem Gedanken, ein Zurückspiegeln, dass du letztendlich die zwei Seiten, dir fällt die eine Seite. Das ist, wenn ich anfange zu urteilen, wenn ich unbewusst chronologisch oder raumzeitlich denke, wenn ich mir Gedanken mache, was ist gut, was ist böse. Es muss komplett in dir eliminiert sein und es spiegelt sich im Außen. Im ist das Meer und AUB ist deine Beschwörungskunst dieser Einseitigkeit und diese einseitige Rechthaberei. Hör auf, irgendjemandem vorzuwerfen, dass er so ist, wie du in dir denkst. Ich mache das nicht. Du kannst dir jetzt denken, dass du Udo das machst, den du dir ausdenkst. Auch wenn mir nicht feststellt, dass ein Gedanke, den du denkst, immer nur dann ist, wenn du ihn denkst. Und der wird genauso sein, wie du ihn zwanghaft mit deinem Programm aufbaust. Diese Schuldzuweisungen sind vollkommen unnötig. Ich zum Beispiel verfüge über das Bewusstsein. Ich bin das Bewusstsein. Ich sage, das Verfügen ist auch wieder so eine Sache. Das ist die Fuge miteinander. Und diese Fuge führt dich dann in einem gewissen Maß wieder. Gibt es eine Krebsfuge zu den Krebs, den ich so oft mache. Das ist so unendlich komplex, das muss dich gar nicht interessieren. Mir geht es nicht um Wissen. Was bist du und was sind deine Gedanken? Was verändert sich an dir, wenn sich deine Gedanken verändern?
Du sperrst dich in ein Gefängnis ein und du wirst feststellen, das Leid erzeugt deine eigene Rechthaberei. Ja. Deine Energie ist von ja. was auftaucht. Mhm. Das macht der Kleine super gut. Du schaust einfach, was da ist, ohne zu reagieren. Und jetzt kommt dieses Spiel, komischerweise, seltsamerweise, aber mit Sicherheit nicht rein zufällig. Reihe N ist eine Spiegelexistenz und das ist das, da mal der in der Mitte. Das ist die Nulllinie, das ist der träumende Geist. Und das, was du dir vorstellst, ist nämlich jetzt einfach mal Innenwelt. Das ist hinterm Spiegel, ist eigentlich im Spiegel und zur Form gewordene Welt. Die Form, immer daran denken, vor von Nepu ist das Losgemachte. Tausendfach zeige ich das. Mhm. Das ist FOR. Kann man auch für lesen oder pur lesen und das ist das, was losgeht. Das bricht auseinander und dann haben wir schon das Äußere. Das BRI. Das BAE ist übrigens, wenn wir das jetzt mit Elif lesen, heißt das das Erschaffen. Mhm. Das ist das Bara. Mhm. Und jetzt ist dieses Erschaffen, jetzt erschaffen, sagst du mal offen etwas. Das sind die Menschen, die du dir ausdenkst, die angeblich irgendwas machen. Aber die Figuren in deinem Traum sind wie von einem, mein Beispiel, ein Autor, der einen Roman schreibt. Egal welchen Roman, diese Charaktere sind so, wie der Autor sie, der Zeichenerwecker, letztendlich in sich selber erschafft. Das sind Affinitäten. Genauer wäre hier bei dem Bader das Schöpfen. Das eigentliche Schöpfen. Und dieses Brechen, B-R-E, kommt dann hin, das Hen. Gnade. Und da kriegen wir jetzt erst einmal die Gnade, den Liebreiz, eine Zuneigung, ein Heil, eine Gunst, aber auch diese Kapanzerei, das ist das durch, das, die Gnade ist, dass du durch einen Traum hindurchziehen darfst. Das, was da letztendlich in dir passiert, das ist so ein einfaches Spiel von Kommen und Gehen, was aber an dem, aus dem das entspringt und wo es wieder zurückfällt, überhaupt nichts verändert. Okay, jetzt pass auf. Spiegelt sich im Außen. Dein Außen ist einfach nur ein Spiegelbild von deiner Innenwelt. So, jetzt haben wir die zwei Seiten und wir machen jetzt dieses Spiel. Du bist drei, der Kopf des Schöpfergottes. Das ist der träumende Geist, das nenne ich den roten Kopf. Und du hast in dir einen Intellekt, einen Schwamminhalt, ein Programm. Das ist diese Sache mit dem Computer. Ich sage, setz den Geist einfach einmal als Computer. Das ist eine sehr grobe Metapher, das musst du jetzt wirklich hier, wirklich die Symbolik verstehen. Ein unveränderlicher Geist ist ein roter Computer. Und er wird nur das, was er selber erschafft, wird er selber erleben. Müssen, dürfen, er kann nichts anderes erleben, wie das, was er selber berechnet. Und jetzt ist in dem Computer, haben wir eben zwei Sachen. Wir haben in ihm dieses Kontinuum von Daten, das er zum Denken montiert, seine Daten und seine Software und auftauchend, jetzt da als darstellerisch, entweder als Bilder oder als Geräusche, die nur dieser Computer erlebt, nicht irgendeine Figur, die vor dem Computer sitzt. Das ist die Innenwelt und die Außenwelt. Die Innenwelt ist das Statische, das Programm und die Außenwelt ist das endlich Verewigte. Der Computer symbolisiert jetzt den Adam. Mhm. Da ist jetzt der Jozer, der Form ist praktisch das Programm. Das wäre jetzt der Denker. Den müssen wir jetzt als ausgedachten Denker setzen und die ständig verändernden Informationen. Das sind die zwei Seiten. Aber der eigentliche Adam, das ist das Zentrum zwischen dem Denker, den wir uns ausdenken, und seine ständig wechselnden, selbst ausgedachten oder angeschauten oder erschaffenen Informationen. Das erklärt der Kleine hier in einer einfachen Form. Das findest du in tausenden religiösen Büchern. Und wenn du etwas verändern möchtest im Außen, dann musst du dich selber verändern. Und wenn du dir die Frage... Das ist jetzt nicht eine Frage, die interessant ist. Das Außen verändert sich nur, wenn sich das Innen verändert. Das nenne ich dann zum Beispiel auch hier das Projektionstier in einem Diaprojektor, in einem Kinoprojektor, entweder mit Licht oder in einem sogenannten Videobeamer und das, was auf der Leinwand dann auftaucht. Mhm. Aber das läuft synchron, das ist unsere Verschränkung. Jedes neue Bild, das du im Kino auf der Leinwand siehst, erfordert ein gespiegeltes, natürlich in der Projektion ist es dann anders, würde jetzt zu weit führen, weil es auch wieder viele Perspektiven gibt, aber sag einfach, wir haben ein Projektionstier und wir haben ein Bild und jedes neue Bild auf der Leinwand, das statisch jetzt da ist, erzeugt im selben Moment eine Struktur im Hintergrund, was beim dieses Projektionsdisplay ist, oder dasselbe gilt aber dann natürlich auch für den Monitor, den du hast, und für jedes statische Raster dieser Pixel, dieser Monitor Lämpchen, je nachdem mit welcher Helligkeit hier jeweils den einzelnen Lämpchen zugeteilt wird, ist im Hintergrund ein statisches Raster
auf der Datei. Bestellst. Wie kann ich im Lotto gewinnen? Wie kann ich an dieses Geld... Das ist das große Problem des Wünschen. Ich sage, solange ich will und ich will nicht in dir drin ist. Ich bin damit zufrieden, ich finde das richtig oder ich finde das verkehrt. Bist du selbst entheiligt. Ja. Darum geht es bei Holofeeling überhaupt nicht. Es geht bloß darum, wer erlebt es, wer ist es. Wer verändert sich dabei niemals? Und das kann nur Geist bejahen. Sobald eine Figur das sagt, das bin ich, auf das Geschwätz kannst du sowieso nichts geben. Wenn ich immer sage, es sind Selbstgespräche. Das ist einfach nur, in dem Computer gibt es eine F1-Taste in einer groben Metaphorik. Das heißt, wenn du nochmal weiter warst im Programm, weil du dich nicht auskennst, kannst du F1 drücken und meistens, wenn dein Windows irgendeine Erklärung bringt, bist du danach noch verwirrter, wenn du das liest wie vorher. Ich bin in deinem Raum aufgedacht, weil du zu sehr vergessen hast, was du bist. Das ist immer wieder meine Sache mit den Lesern. Sobald du zum Lesen anfängst und es ist ein spannender Roman, sitzt da keiner da, der ein Buch in der Hand hat und umblättert. Weil du ja nur deine Informationen erlebst. Und wenn du in dem Wahn noch lebst, dass du ständig da sitzt, ein Buch in der Hand hast und liest, dann hast du noch nie wirklich in einem Wahn. Ja. Ich sage, du nimmst das Buch in der Hand, das ist auf so viel Selbstgespräche. Ich nehme ein Buch in der Hand, Buch auf, dann schaust du drauf, dann sind das erst einmal Schriftzeichen. Lautlose Bilder. Und sobald du das anfängst, fängst du zu gehen, zum Sprechen an in dir. Mit deiner Gedankenstimme fängst du an, wenn du liest, sprichst du, machst du aus diesen Bildern, machst du Geräusche in deinem Kopf. Ja. Und aus diesen Geräuschen wiederum, im Anfang war das Wort, das sind die zwei Seiten des Wortes. Einmal Bild, das Wort als ein Bild, optisch, und jetzt machst du ein Geräusch. Das sind die zwei Seiten, die untrennbar zusammengehören. Und da werden dann vier Seiten draus. In der Computermetapher sage ich, das Bild ist der Monitor und die andere Seite ist die Kamera. Und die Geräusche symbolisieren der Lautsprecher und die andere Seite ist das Mikrofon. Jetzt hast du die vier Seiten. Wenn dir der Geist fällt und du wirst jetzt feststellen, umso intellektueller welche meinen sich, wähnen sie sind intellektuell mit geistlos nachgeäfften Geschwätz, wenn du das ansprichst, die stürzen absolut vollkommen ab. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es Vollpfosten sind. Ja. Nicht jetzt beleidigen, nein, das ist für mich eine absolut wertfreie Beschreibung. Jetzt könnte ich nämlich das Wort Pfosten auffächern. Genauso wie wenn ich immer wieder sage, es sind Deppen. Da habe ich so, erkläre ich immer, Deppen sind Döppen. Macht deine Deppen, ihr Deppen, macht eure Döppen auf. Macht eure Augen auf und schaut erst einmal, was jetzt da ist. Was jetzt da ist. Das, was jetzt da ist, ist deine Information. Und diese ständige von richtig und verkehrt reden, da kann ich tausendmal sagen, das geht bei Holofeeling nicht um richtig verkehrt. Wer denkt sich das jetzt aus und wer glaubt, dass bloß eine von vielen Perspektiven die einzige richtige Möglichkeit ist? Auch ein Udo wird für dich so sein, wie du ihn glaubst. Er wird der Vollpfosten, der meint, er könnte die Welt retten. Ich versuche keine Welt zu retten. Ich erkläre dir, dass Welt heißt ein polarer Rand und den musst du von Augenblick zu Augenblick, von Gedanke zu Gedanke opfern, dass ein neuer Gedanke in dir auftaucht. Und wenn das einer nicht wahrhaben will, das kann ich einen 13-Jährigen, dann nehme ich, jetzt muss ich wieder brüstlich werden, dann nehme ich meine Esther oder irgendein Mädchen, das neugierig ist und ich erkläre das, das geht die Gedankengänge mit und sagt, stimmt, Punkt. Schau nach rechts und dann schau nach links. Das linke Bild kriegst du erst auf der Brille, wenn das rechte weg ist. Mit was da außen hat es überhaupt nichts zu tun. Aber diese ganzen Figuren, die jetzt hier so geistlos sich äußern, das ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und einer, der das jetzt, der in dir auftaucht, der das dann richtig macht, ganzheitlich erklärt, bleibt trotzdem bloß ein Gedanke. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun, dass jetzt ein Ausgedachter sowieso besser wäre wie ein anderer, bloß weil du wieder werdest, ja der ist, denkt ja ganzheitlich und der urteilt ja einseitig. Unabhängig davon, was die Figuren in deinem Traum machen. Sie sind einfach nur, sie sind, Punkt. Und das ist jetzt natürlich, das spielt auch immer bei den ganzen Lebensberatern. Das ist jetzt der feine Kern, den der Kleine erklärt, der ist richtig toll. Und dann gehen die Fehler wieder los. Wenn dann eine sagen, du kannst was manifestieren, da wird von Manifestation geredet. Und dann willst du schon wieder bloß reich sein oder gut sein, aber hören wir mal ein bisschen weiter. Geld durch Glücksspiele oder sowas kommen, dann kommt diese Frage in den meisten Fällen daher,
weil du tief im Inneren davon ausgehst, dass du nicht in der Lage bist. Schon die Worte wieder, weil du tief in deinem Inneren davon ausgehst. Das heißt, du gehst davon aus, dass in dem Moment stellst du dir was vor, du denkst dir was aus. Ja. Das ist aber trotzdem in dir drin, weil sonst würdest du es ja gar nicht wahrnehmen. Das Geld zu manifestieren. Das ist der Grund, warum die meisten Leute sowas tun, weil sie nicht glauben, dass sie durch das Erschaffen von Mehrwert an das Geld kommen. Weil sie nicht glauben, dass sie durch das Gehen ihres eigenen Weges an das Geld kommen. Im Endeffekt ist dieser Gedanke eine Manifestation von deinem Mangel. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich sage immer ganz einfach, pass auf, wenn du einmal wirklich Geist bist und das Grundlagen von Holofeeling verstanden hast. Und da ist kein Unterschied. Der Gedanke ist einfach nur, du kannst beobachten, wie du den werdest. Wenn du irgendwas liest, wenn du an Menschen denkst, weil da irgendwas in einer Zeitung drin steht, du kannst beobachten, wie dein Programm zwanghaft dich zwingt, die positiv oder negativ zu sehen. Vollkommen gleichgültig. Ändert an dir nichts. Der schaut, bleibt immer derselbe Geist. Und jetzt ist es so ein Beispiel, das ich sehr oft bringe, ist, dir muss klar sein, in dem Moment, wo du dir was wünschst, denkst du an etwas. Du denkst dir was aus. Du wünschst dir was. Ob das ein Zustand ist, dass du gesund sein willst oder dass du ein neues Auto willst oder einen Lebenspartner, ist natürlich dann, je nachdem, was für eine Programmierung du hast, an den Mitmenschen, dann muss dir klar sein, das, was jetzt in dir auftaucht als Information, das von deinem Programm erschaffen wird, weist dich auf etwas hin, was du ja angeblich nicht besitzt. Mhm. Sonst würdest du dir es ja nicht wünschen. Das ist die große Falle der Wünsche. Ich möchte einen neuen Computer, ich möchte gesund sein. Sobald dieser Gedanke in dir auftaucht, hast du das ja nicht, weil du wünschst es dir ja. Das heißt, du wirst dir nur wünschen, dass du gesund bist, wenn du krank bist. Und du wirst dir nur einen neuen Computer oder einen Lebenspartner wünschen, wenn du den nicht hast. Und ich sage, verwirklichen tut sich das, was du glaubst und nicht unbedingt das, was du dir wünschst. Aber das sind wieder die zwei Seiten, die untrennbar zusammengehören. Jetzt hast du aber eine Seite in dir, das ist dein Glaube, ich bin krank und jetzt taucht in dir der Wunsch auf, ich will gesund werden. Und dadurch kommt der große Fehler natürlich irgendwann in der Zukunft. In der Zukunft wird nichts passieren. Du bist heil, du bist die Mitte, du lässt immer die eine Seite weg. Du kannst dir doch bewusst machen, dass in dem Moment, wo du jetzt sagst, Mensch, ich möchte gesund sein, ich möchte, dass das und das jetzt nicht ist oder dass ich das habe. Dann ist genau die Seite, dann denkst du eigentlich gar nicht an die Krankheit, obwohl die doch da ist, aufgrund dessen, dass du sagst, ich möchte so gern gesund sein. Mhm. Ich möchte so gern wieder laufen können oder ich möchte keine Schmerzen haben. Das ist immer verbunden dann wieder mit dem Körper, dass du meinst, du bist dieser Körper. Das bist du nicht. Das sind Informationen von dir. Und das ist jetzt diese ganz klaren Worte, die sind, wenn du jetzt wieder meinst, du müsstest darüber diskutieren, das darüber auslegen, du selbst, du kannst nur schauen, welche Informationen du hast. Was du stattdessen tun musst, ist zu realisieren, dass deine Außenwelt ein Spiegelbild von deiner Innenwelt ist. Und dann kannst du deine Innenwelt verändern, um eine andere Außenwelt zu manifestieren. Und es ist auch nicht so, dass es... Du kannst in deiner jetzigen Situation gar nichts, du kannst bloß beobachten, was passiert. Jetzt ist nämlich ein Wollen. Und das führt dich immer wieder in Einseitigkeiten. Solange du was willst, du wirst, wenn du die heilige Mitte bist, wenn du dieser Geist bist, der bewusst träumt, willst du überhaupt nichts. Du willst weder was haben, noch was nicht haben. Sondern fordere dein Wille geschehe, ich will nur noch das, was jetzt da ist. Das bedeutet es. Egal was da ist. Weil ich weiß, dass jeder Moment, der in mir auftaucht, eine kleine Facette, ein winziges Puzzlestück aus dem heiligen Ganzen ist, das ich selber bin. Wenn ich wieder weiß, wer ich bin und was ich bin. Dieses Nichts, das alles ist, was auftaucht, das ist dieser einfache Satz. El Hayom, Gott, das Meer, ist eine Einheit, ein Uni. Und dieses Universum, das alles, was jetzt in ihm auftaucht, ist eigentlich in eins gekehrt. Dieses GE-Quadrat kehrt wieder zurück. Wir können das auch verkehrt lesen. Jetzt muss ich nur wissen, dass die Vorsilbe Fer dieses Bistabil erweckte, VR, dieser bistabil erweckte Zustand, heißt, es gibt zwei stabile Zustände. In mir, bihebräisch. Entweder ist es jetzt hell oder jetzt ist es dunkel. Aber was passiert jetzt, wenn ich weiß, dass ich der Punkt bin, wo das hin und her kippt und ich bin in Balance, Beal, in Gott selber, in diesem Punkt, ich bin in diesem Punkt, dann ist für mich immer beide Seiten gleichzeitig da.
Eine, die ich mir jetzt bewusst anschaue und die andere im Hintergrund als, ich nenne das immer positiv, negativ. Sachen gibt, die du manifestierst und Sachen gibt, die du nicht manifestierst. Alles in deinem Leben hast du manifestiert, zu 100%. Es heißt schlichtweg und einfach, jeden Gedanken, den du denkst, den erschaffst du, du manifestierst diesen Gedanken. Und jetzt ist natürlich diese Sache schon mit dem Manifestieren. Wir schauen mal, ob das da drin ist. Schauen wir mal, was wir können ja alles nachschauen, wir haben ja Internet. Eine öffentliche Erklärung, ein Programm, ein Aufruf, eine Rechtfertigungsschrift, ein Manifest. Jetzt ist es ganz interessant, wir haben jetzt hier schon OFF. Ein Kreisen, wo wir zwei Seiten oben sehen, weil wir uns zwei Seiten sehen unten. Das sind die vier Phasen. Das sind zwei Facetten. Interessant nochmal auch, ich betone immer wieder, du musst eine feine Antenne kriegen. Mach dir jetzt das bewusst, wenn du ein Wort hast, ob du das qualitativ, ich benutze mal das Wort qua, qualitativ, positiv oder negativ betrachtest. Dann ist nämlich dieses öffentlich öffnen, da ist ein Öffnen, dass etwas aufgeht, aber im Englischen ist es off, ist ausschalten. Off heißt, es ist wieder weg. Aber dann ist doch der Weg wieder mit der Entfernung und jetzt, du hast so viele Seiten. Und das ist eine Erklärung und da haben wir jetzt der Erwachte, ist das da mal alles. Und das, wenn ich jetzt das Ehrung, kann ich auch als Ehre lesen. Wenn ich jetzt wieder Kind habe, das nicht weiß, wie geschrieben wird und du achtest nur auf die Lautschrift, ich sage, hier, wie sieht das aus, wenn ich etwas ehre, mache ich das mit EH, mit E, alles ehren. Das ist die Erklärung. Dann nochmal ein Programm. Grammar sind die Buchstaben schon da. Die Grammatik. Der Schöpfer UB ist der Kopf von UB. Das müssen wir jetzt nur ganz rot machen mit Blauzeichen. Und jetzt haben wir dann natürlich dieses Rechtfertigen, das Echte. Aber da steckt natürlich in einem gewissen Maß unser Re-CD drin. CD, wissen wir, heißt, dass da mal in Schrecken versetzt werden. Der Schrecken, aber der Schrecken wiederum sind logisch berechnete Ecken. Da muss man die Spiegeltetraederstruktur verstanden haben. Da ist Holofeeling kein Geschwabbel, das ist eine extreme Vereinfachung. Und jeder, der das nicht wahrhaben will und immer wieder mit Moral kommt und richtig und verkehrt, der hat elementare Sachen nicht verstanden. Und du wirst merken, die Masse der Menschen in deinem Traum beweisen dir mit intellektuellen Gesappere und ihren Recht haben wollen eigentlich nur ihre Geistlosigkeit. Aber es ist doch normal. Alle Figuren in deinem Traum sind losgemachter Geist. Das sind Facetten vom Heiligen Ganzen. Auch das sind wichtige Puzzlestückchen, das Plus und Minus. Also ich spreche jetzt in keinster Weise dagegen, wenn ich sage, du bist in einer Führerscheinprüfungsbogentraumwelt. Ich habe diese ganzen Typen erschaffen in deinem Traum. Den Udo Petscher genauso wie Karin Sorbach. Ich. Was ist ich? Ich bin du. Ich bin dieser eine Heilige Ganze, der nicht denkbar ist, der nichts ist und alles gleichzeitig ist. Also was kommt ja. Weißt, ob du wach bist oder nicht. Ja. Wach werden kann niemand sein, die Figur, die du dir ausdeckst. Steht es wieder oder geht's? Ja, geht. Läuft. Ja. Das heißt, die Furcht, jetzt schau dir mal das Wort Furcht an, das Wort Furcht beginnt mit F-U-R, das ist pur. Muss ich nochmal reingehen, pur ist das Losgemachte. Pur ist pur, habe ich gerade gesagt. Das ist ein Zufall. Dieses Zu, da machen wir jetzt gleich das Zu, einmal so, Z-Waff. Das, was zu, es ist Befehl. Da sage ich jetzt, das sind Empfehlen. Da haben wir jetzt das Mehl, da kommen jetzt viele Unterformen. Das heißt, das ist einmal zwei. Wenn ich das B einfach als zwei hier lese, heißt es zwei fehlen. Und dann haben wir die Otter. Ich erkläre das immer wieder. All mit 70 gelesen heißt praktisch eine erweckte Generation. Da fehlen zwangsläufig zwei. Ja. Passiert übrigens hier im Kup. Der AFUB. Diese 186 ist schlichtweg und einfach das, was du dann Körper nennst. Gaff. Halt. So rum. Das ist jetzt der Affe. Das ist auch das Nadelöhr, wo du drücken musst. Da müssen wir jetzt die Nadel wieder anschauen. Das ist also Zeug, das ist so eine wundervolle, hervorragende Matrix. Da hast du dann übrigens auch den Logos des Udo.
Das ist der AFUB. Der Geburtsgeber. Sein Geburtsgeber. Wenn man die Vatersprache versteht und wenn man das nicht für voll nimmt oder meint, das ist einfach nur Hirnwichserei, wo man irgendwas erreichen will, ich will nichts erreichen. Es ist alles schon passiert. Also das ist jetzt unser Zufall. Und da wird es ganz schön erklärt, wenn du kleiner Geist dich noch für etwas, vor etwas fürcht, das ist auch Furcht-Test, ein Chat-Test, pur, dass du dir aufgrund deines fehlerhaften Wissenglaubens doch de facto immer nur unbewusst selbst ausdenkst. Du denkst dir was und fürchtest dich. Das gar nicht existiert, wenn du es nicht denkst und immer daran denken. Du kannst dir zurzeit nicht raussuchen, was du denkst. Keine Schutzzuweisung. Mhm. Ich werde niemals einen träumenden Geist vorwerfen, dass er das träumt, was er träumt. Ja. Und schon gar nicht irgendeinen Menschen, den der träumende Geist sich ausdenkt, vorwerfen, dass er so ist, wie der träumende Geist sich den ausdenkt. Da wirst du jetzt feststellen, dass eine Hierarchie da. Wenn du Worte einseitig auslegst, dass du immer wieder meinst, hier, Worte Schmerz, wenn in dir bloß was Negatives ist. Und der hat ja gesagt, das. Und der hat ja keinen Respekt vor anderen. Ich respektiere alles, was ich erschaffen habe. Ich hole das wieder zurück in meinem Spiegel. So, wir waren bei der Furcht. Das ist nur das Pur. Die Fur und Chedi heißt jetzt für sich alleine hier Shin-R-Ecken. Und diese Shin-R-Ecken, da haben wir jetzt das da mal schon Shin-R. Das ist blau gelesen, ich sage rot-blau lesen, ist ein unendliches Geschenk, das sind logisch berechnete Ecken. Da muss man jetzt irgendwann nochmal den Tetraederkristall, und da kann ich nur sagen, es ist eine extreme Vereinfachung. Die Wirklichkeit ist milliardenmal komplexer. Das ist das meine Schimmelpilzkolonie, weil das nie verstehen, schon gar nicht irgendwelche Gedanken, die noch so versumpft sind in dem Glauben, sie sind sterbliche Säugetiere und denken noch in einer Form von Verkehr. Ja. Das ist auch die ganze Sache mit der Quantenmechanik. Das sind so simple, offensichtliche Fehler drin. Ne? Wo sie auf der anderen Seite, das rechnet unheimlich schnell, das ist immer noch chronologisches Denken, da sagen sie, es ist ein Parallelrechner in der Quantenmechanik, ein Quantenbit wird jede Berechnung gleichzeitig. Parallel heißt letztendlich jetzt. Dann ist es schon wieder vom Tisch. Ja. Das sind also hier dieses Erschrecken. Und das ist immer wieder dieses einfache Spiel mit den Ecken und die Ecken natürlich wieder, wenn ich jetzt das Eck nehme, dann landest du ganz einfach in der einfachsten Form der Schreibweise, hast du das da mal hier, nur eben jetzt. Ja. Nur heißt flaggernd, eben kann ich expand lesen, gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ist räumlich, gibt es auch eben. Das räumlich ist eben die Nulllinie und zeitlich gesehen ist es jetzt. Das ist das Ewige hier und jetzt. Ja. Und die kann man jetzt in einen Satz machen, wenn ich das lese. Das hast du auch hier gewiss, ja, doch, für wahr. Für, pur. Das losgemacht über deine Wahrheit. Etwas, was du wahrnehmen kannst. Lediglich. Ganz interessant, wenn einer ledig ist, fällt ihm der Partner. Ein lediger Mann wäre praktisch ohne Traum und eine ledige Frau wäre eine Welt ohne träumenden Geist. Eine Traumwelt ohne träumenden Geist. Das ist aber es wird jetzt zu weit führen. Aber jetzt pass auf, wenn ich jetzt immer einen Satz draus mache, das sage ich so oft, das Ack kann man auch Eck lesen. Eck, Ack. Der Acker, auf dem alles gesät wird. Dann heißt es eben jetzt, das habe ich jetzt rot gemacht, nur flaggern bloß genau gewiss doch eben. Genau. Es ist nur das da, flaggern, genau das, gewiss das, was ich jetzt denke. Ja. Und genau genommen ist es immer eben, wenn ich weiß, dass ich nur eine Seite davon anschaue. Hell und dunkel ist wie Wellenberg und Weltall. Das eine gibt es nicht ohne das andere. In meinem Bewusstsein erscheint im Meer, das ist das Bewusstsein, nur flaggern das, was gewiss, Gehirnwissen, eben flaggernd jetzt als ausgedachte Erscheinung, gerade geöffnete Schöpfung, ein geöffneter Augenblick da ist. Genau. Und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist das Spiel. Und es ist auch nicht so, dass es Sachen gibt, die du manifestierst und Sachen gibt, die du nicht manifestierst.
alles in deinem Leben hast du manifestiert. Zu einem. Jeden Gedanken, den du denkst, baust du in dir eine Information auf und der ist in dir, weil du in dir das so denkst. Dass du dir das noch nicht raussuchen kannst, was du denkst und wie du interpretierst, ist eine andere Sache. Aber das ist hundertprozentig sicher. Und dasselbe gilt auch für jede sinnlich wahrgenommene Information. Ja. Es hängt kurz. Es hängt noch. Kommt wieder. Als auch die schlechten Sachen. Bloß bist du dir zu einem großen Teil einfach nicht bewusst darüber, warum du die... Bewusst darüber, das sind lauter so Sachen. Was ist schlechte Sachen? Das logische Licht, Shin El, erscheint dir echt. Im Hebräischen ist es übrigens Partikel des Genin, des persönlichen Besitzes. Mhm. Und da haben wir wieder unser Chedi. Das sind diese logisch berechneten Ecken, sind Blickwinkel. Es sind nur Blickwinkel, Sichtweisen, nenn es Perspektiven. Jetzt haben wir wieder Perspekulum. In einer gewissen Tiefe, das nenne ich die Z-Achse in den normalen Standardspiegeltunnel. Der nicht ausgedehnt vor dir ist, wenn du zwei Spiegel in den Spiegeltunnel reinschaust. Und jede Richtung, wo du schaust, ist eigentlich eine Z-Achse. Echten Sachen. Bloß bist du dir zu einem großen Teil einfach nicht bewusst darüber. Das Bewusstsein ist das, was was wahrnimmt und das Start, das Generierte über dir, musst du immer in Bezug setzen in unserer Metapher. Ich bin immer El Hayom, ich bin das Meer und alles, was ich in mir auftauchen lasse, meine Gedankenwelten, die natürlich dann immer vorgestellt sind. Ob du dir das über dir denkst oder nach rechts oder nach hinten oder nach unten, es ist immer darüber. Es sind Gedankenwellen, das müssen wir jetzt einseitig machen und das ist wieder hier schwingend. Polar weg. Dieses BR alleine ist ja das Äußere. Tausendfach zeige ich das. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Das ist Ack-Eck, eben jetzt. Es ist eben jetzt nur das hier, ich habe dich gerade gezeigt, was du dir jetzt in dir erwächst, erwächst. Das ist der Ager. Und das ist ein Äußeres. Und das Äußere beginnt wieder mit AUB. Das ist die Beschwörung, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Jetzt müsste ich da noch weiter reingehen. Wieso heißt es dann auch noch Korn? Die Reinheit, ganz interessant, im Kopf ist eine Einheit. Mhm. Das ist die Sache. Und das Ganze ist leer. Leer heißt ein auseinandergeschmichtes, erwecktes Ding, auseinandergeschmissen. Ist aber im Kopf eine existierende Existenz im Kopf. Dieses Spiel mit Rot-Blau ist Creatio ex nihilo. Darum heißt es auch wählen, was du Creatio herauswälzt, aus dir selber herauswälzt, aus den unendlich vielen Möglichkeiten, ist das, was dich jetzt aufgrund deines Inder-Esse in dir verwirklicht wird, weil dich das anspricht. Und es sind immer Einseitigkeiten. Immer Einseitigkeiten. Warum du die Sachen manifestiert hast? Weil du dir nicht bewusst darüber bist, was intern abläuft. Was für intern. Alles, was du dir ausdenkst, vorstellst, überlegst, sind deine Informationen. Genau. Ich werde bloß genau, es sind ganz einfache Worte. Ich behaupte jetzt, alles, was er bis jetzt gesagt hat, ist auf den Punkt. Und ich behaupte, es wird nicht so niemand, den ich mir jetzt ausdenke, der sich das Video anhören, helfen, solange der, der sich den jetzt ausdenkt, immer noch meint, er ist irgendeine Existenz, irgendein Mensch. Dann macht er sich wieder zu einem Gedanken und einem Gedanken kannst du nichts erklären. Und da ist die Schwierigkeit, eben hier auch, wenn du jetzt muss man einfach, wenn gefühlsmäßig, es wird so sein, wie ich es mir denke, die Schwierigkeit, dass die einzige Ausnahme von all diesen Millionen und Abermillionen von Beratungsvideos, die du weltweit auch in verschiedenen Sprachen in Amerika, in Israel, überall finden kannst, die einzige Ausnahme, die die Regel bestätigt, ist Holofeeling, weil Holofeeling richtet sich nicht an irgendwelche Menschen, die ins Internet gehen und sich das anschauen, die jetzt ausgedacht sind, sondern an den, der sich das alles ausdenkt. Das ist ein Faktum. So ist es. Das ist die wirklich einzige Ausnahme, dass ich immer wieder sage, wenn ich mir jetzt einen denke, der ist natürlich jetzt so, wie ich ihn mir denke, und ich denke mir den jetzt aus, und der Busch macht es wirklich super. Das Problem ist, dass er versucht, irgendwelchen Zuhören, irgendwelchen Klicks, wo ich natürlich auch ein Influencer ist, wie tausend andere auch, der hier erfolgreich werden will, denke ich mir jetzt, ich will ihm das nicht vorwerfen, dass er meint, er müsste seine Mitmenschen aufklären. Ich sage ganz einfach, mir gehen die Menschen, die ich mir ausdenke und die du dir ausdenkst, gehen mir total am Arsch vorbei. Klingt jetzt herzlos, betone ich immer wieder.
Nein, es ist einfach wertvoll, eine Feststellung, dass ich feststelle, es macht keinen Sinn, einen Gedanken von mir was erklären zu wollen oder den retten zu wollen. Mich interessiert nur der, der mich jetzt ausdenkt. Und der denkt sich auch alle anderen aus. Und der, der mich jetzt ausdenkt, ist nicht irgendetwas, was man denken kann. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Das bist du nicht. Also sobald wir an einen Denker denken, ist der was Ausgedachtes. Dann kommst du in den Bereich des Ewigen, dieser Nicht-Existenz. Das ist das Rote, das ist der Order. Interne Glaubenssätze du hast, die sich dann immer wieder in der Außenwelt widerspiegeln. Deswegen musst du dir lieber die Frage stellen, wie kann ich mich verändern? Was habe ich für innere Blockaden, negative Glaubenssätze, die mich davon abhalten? Du kannst dich überhaupt nicht verändern. Da ist jetzt der Punkt. Du darfst kein Jota im Heiligen Ganzen verändern wollen. Kein Gedanke, kein Spritze, egal was an Informationen auftaucht, ist im Hintergrund eine winzige Parzelle einer göttlichen Programmierung, eines Programms, das genau genommen ein Kontinuum, ein Uni, eine Einheit ist. Und wenn ich im Außen was verändern will, muss ich mich verändern, muss ich mein Inneres verändern. Das ist das Innerhalb aus und das Halbe aus. Aber das Prinzip ist, das ist alles in einem Punkt. Das heißt, ich müsste auf andere Daten zurückgreifen. Ich müsste ein anderes Programm zum Denken benutzen. Wenn ich einen anderen Film anschauen will, muss ich in Arbeitsspeicher ein anderes Programm, eine andere Filmdatei reintun. Aber eine Filmdatei, ein anderes Video einschalten. Es darf kein Jota verloren gehen, heißt definitiv, wenn ich immer wieder die Beispiele bringe, diese kleine Adresse youtube.com. Das ist eine Internetseite, in der befinden sich Millionen von Videos. Das sind dann Untersysteme. Und wenn ich jetzt statt dem Punkt, wenn ich jetzt das einmal weglasse, dass wir die Originalseite aufmachen, das hier, Standardseite, wenn ich jetzt da statt einem Punkt ein Komma reinmache, können wir mal ausprobieren. Passiert nichts mehr. Meintest du, wenn ich es weglasse, es darf kein Jota verloren gehen, dann kommst du nochmal auf die Seite. Also was soll der Geiz immer wieder was wegmachen wollen, das will ich haben, das will ich nicht haben. Das ist voll am Thema vorbei. Du musst dir jetzt erst einmal klar machen, ich bin der Einzige, der den Traum erlebt, den ich jetzt träume, und die Figuren kannst du auch nicht retten. Das hat mit Herzlosigkeit nichts zu tun, sondern mit Bewusstsein. Ja. Aber die Liebe als Figur unter Figuren, jetzt mache ich einmal ganz gezielt wieder an Udo. Ich sage immer wieder, wenn jeder, der den Udo kennt, keiner reißt sich mehr den Arsch auf. Nicht für die Figuren, sondern für den Geist im Hintergrund hinter der Maske. Egal, wer du zu sein glaubst. Und da ist nur Liebe, rote Liebe, absolut allumfassend. Und die Aussage, dass mir die Menschen, die du dir ausdenkst, am Arsch vorbeigeht, heißt letztendlich, was du mir denkst, ist, was du denkst und in dir aufpasst, ist dein Problem, nicht meins. Und dann doch wieder, wie weil ich nämlich du bin. Darum mache ich das nämlich alles. Darum bin ich ja jetzt als F1, das in einem gewissen Maß in dir aufgetaucht. Meine Ziele zu erreichen, anstatt zu versuchen, durch irgendwie Magie oder sowas im Außen zu verändern. Denn wenn du intern arm bist, wirst du auch, wenn du viel Geld bekommst, wieder diese Arm. Kurze Pause. Bitte? Geht schon. Ist es wieder weg gewesen? Ja, noch kurz. Unsere Verbindung wird jetzt immer schwächer. Und wenn ich weg bin, hast du ein richtiges Problem. Dann ist dein Wecker weg. W-E-C-K-E-R. Wahrlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Und ich behaupte, dass ich du bin. Du bist auf einem ewigen Weg. Und momentan steckst du einfach nur in irgendeinem ganz primitiven Buch, in einem ganz primitiven Basic-Programm auf einer Seite und wiederholst, weil du nicht verstehst. Das wird sich nicht. Der Udo, ich sage immer wieder, wenn, wieso wiederholt er das? Weil er meint, die Wand ist nicht verstanden, das Geschwätz, wo du von vielen hörst. Ich sage ganz klipp und klar, wenn sich das jetzt in dir wiederholt, hast du es noch nicht verstanden. Und die Welt, die du zurzeit um dich herum hast, ist nicht gut oder böse, es ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Ja. Das Schöne ist, wenn ich sage, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, ich leide, ich bin ja du. Aber die Schwierigkeit, das ist bei mir durch. Wenn du auf der höheren Ebene, wenn du vorm Bücherregal stehst, sieht das ganz anders aus. Dann sind es nur noch unterhaltsame, lehrreiche Filme. Es ändert nichts daran, dass diese unendliche Demonstration von Geistlosigkeit dieser Menschen offen, egal in was für einem Bereich, ob es intellektuell ist, egal was du dir jetzt denkst, es ist, weil du es denkst. Und die Menschen sind so, wie du sie dir ausdenkst.
Und dann kann ich sagen, jetzt denkst du einfach, das ist ein Roman. Da gehst du dann ganz anders damit um. Dann hast du kein Problem, dann sind Kriegsfilme sind lehrreich, Dramen sind lehrreich, alles ist lehrreich. Und du spitzt deine Rolle weiter. Das heißt, es gibt ja keine Guten ohne Bösen. Es wird ja gar keine, es wäre vollkommen sinnlos, hier in irgendeiner Form in einen Roman der Polizei reinzumachen, wenn es keine Verbrechung und keine Mörder gibt. Es ist genauso sinnlos in die ganzen Ärzte, wenn es keine Kranken mehr gibt. Bis du dann merkst, dass du das erst einmal um 180 Grad drehst. Jegliches Art von Gutmenschentum. Ich rede nicht von einem Gutmenschentum. Und dann doch wieder, ich muss bloß wissen, dass es zwei Arten von Gut gibt. Es gibt ein rotes Gut, das rot geschriebene Dorf. Der Spiegel verbindet, im Spiegel verbindet sich die Polarität. Das ist das rote Dorf. Vorhergehende Selbstgespräch anhören. Und es gibt ein blaues Gut. Dieses blaue Gut ist aber bloß das Gegenteil von schlecht. Gut und Böse. Genauso mit der Liebe. Es gibt eine rote Liebe. Holofilling beschreibt hier die rote Liebe, die ist allumfassend. Ich liebe jeden Gedanken, den ich mir denke. Gleichgültig, wie ich mir den denke, weil wenn du wertfrei bist, dann wirst du feststellen, das Massenmonster, ich mache immer gern so in deinem Intellekt jetzt der Begriff, das Schweigen der Lämmer. Meinst du, das ist Zufall? Ist dir da schon mal klar gewesen, dass da das Lampe da mit drin steckt? Ja, ja. Und eigenes Schweigen ist der Adam? Madame, I am Adam, auf Englisch. Wenn ich immer wieder sage, das kann doch bloß einer wissen, warum vertraust du mir nicht? Ich verlange nichts von dir, überhaupt nichts. Einzig, dass du meinen elementaren Aussagen traust. Und da meine ich jetzt nicht die Aussagen unbedingt von den Udo Petscher, den du dir ausdenkst. Halt einfach mal die ersten zwei Gebote. Mach dir kein Bild von dir selbst und von irgendwas da drum im Himmel oder da drunten auf der Erde. Und jetzt kannst du wieder in der Wiederholung sehen, wie viel tausendmal sage ich, selbstverständlich darfst du dir was ausdenken. Du kannst ja gar nicht anders als träumen, der Geist. Mhm. Du musst bloß wissen, dass es deshalb ist, weil du es denkst und dass es hier und jetzt deine Information ist. Und du darfst dir das natürlich auch woanders hindenken. Du darfst jetzt, schnipp, jetzt denkst du an den Mond und jetzt denkst du dir den Mond und die Sterne an den Himmel. Wo waren die ganze Zeit? Ich behaupte, aufgrund der Worte sind die hier und jetzt in deinem Kopf. Bereshit, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Und wenn du meinst, ich habe keinen Respekt vor Menschen, du hast keinen Respekt vor mir, das heißt vor uns, vor dir selber. Du bist respektlos. Nicht ich. Ich bin immer wertfrei in meiner Beschreibung. Und ein sterbliches Säugetier ist ein sterbliches Säugetier, das nicht für die Ewigkeit erschaffen. Und das kriegt es nicht mit, dass es erschaffen wird. Das ist immer alles relativ, wenn man sagt, haben Tiere Gefühle oder nicht Gefühle. Das könnte ich immer wieder so, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich sage nichts und niemand, den du dir ausdenkst, kriegt mit, dass er jetzt in dir als Information existiert. Nur du, nur der träumende Geist erlebt den Traum. Und der Traum ist so, wie du ihn träumst. Und als träumender Geist kannst du dir noch nicht raussuchen, was du träumst. Du wirst dir das raussuchen können, und zwar raussuchen aus einer Menge von Daten, die deine jetzigen Vorstellung von Datenmenge unendlich überragt. Du kannst dir jetzt dein Internet ausdenken, so wie du dir das Internet vorstellst. Und dann weißt du, das sind Milliarden von Internetadressen und Filmen und Meinungen. Und dann gibt es noch ein Darknet, wo man zusätzlich noch Sachen, das baut sich jetzt alles auf. Mhm. Ja. Kurze Denkpause. Ja. Schauen wir mal, ob er noch einmal kommt. Aber ja. Aber es ist genauso. Klare Worte. Klare Worte. Auf den Punkt. Genau. Was machen wir? Legen wir auf, Helene, und lassen wir also mal anrufen. Der hängt jetzt. Machen wir Patch. Machen wir Patch und dann schauen wir, wie es weitergeht. Genau.